Herr Präsident, meine Damen und Herren! So als letzte Rednerin des heutigen Tages macht es mir ganz besonderen Spaß, die frohen Botschaften, die doch eben hier verkündet wurden, noch einmal zu betonen. Rot-Grün stellt den Kommunen im nächsten Jahr über das Gemeindefinanzierungsgesetz rund 10,4 Milliarden Euro zur Verfügung. Das ist ein neuer Rekordwert. Das sind mehr als 7 Millionen Steigerung gegenüber 2015. Und Herr Höhne, wenn das nichts ist für Sie, dann empfehle ich Ihnen, sich noch einmal die Grundrechenarten anzuschauen. Vielleicht kommen Sie dann zu einem anderen Ergebnis. Im Übrigen liegt das nicht, dass wir dazu in der Lage sind, zu dieser Steigerung nicht nur an den sprudelnden Steuereinnahmen, wie Herr Nettelstroth das auch gerne in den Vordergrund stellt, sondern zum großen Teil auch an der kommunalfreundlichen rot-grünen Politik. Ich nenne hier gerne noch einmal ein paar Punkte. Grunderwerbssteuer, die Sie ja so gerne geißeln. Nachdem Schwarz-Gelb sie gestrichen hatte, haben wir die Beteiligung der Kommunen an der Grunderwerbssteuer wieder eingeführt. Und alleine das beschert den Kommunen schon ein Plus an 500 Millionen Euro. Mit 23% haben wir den höchsten Verbundsatz in Deutschland. Zum Vergleich hinkt Bayern damit 12,75% hinterher. Ich drücke es mal in Zahlen aus. Das bedeutet, dass im Jahr pro Einwohner Bayern 360 Euro zur Verfügung stellt, während das in Nordrhein-Westfalen 477 Euro sind. Also deutlich mehr. Wer dann die Erhöhung des Verbundsatzes auf unter Frau, anderem... Frau, nein, ich möchte das jetzt zu Ende führen. Ich denke, wir haben also auch einen späten Abend. Das ist Ihre Entscheidung. Wer die Erhöhung des Verbundsatzes dann auch noch, wie man teilweise aus den Reihen der Opposition hört, auf 28% fordert, der sollte dann auch sagen, wie das finanziert werden soll. Immerhin würde das mal eben noch mal schlappe 2,5 Milliarden mehr im Landeshaushalt ausmachen. Aber die Opposition reduziert ihr politisches Handeln auf das Anmahnen einer noch sparsameren Haushaltspolitik und die Forderung von Mehrausgaben andererseits. Ungeachtet ihrer früheren Taten stellen sich heute CDU und FDP als vermeintliche Anwälte kommunaler Interessen dar. Eine Bedarfsanalyse der kommunalen Aufwendungen, ne, Herr Höhne, Sie haben es ja eben noch einmal ausgeführt, soll die Grundlage des Finanzausgleichs sein, wie in Sachsen-Anhalt und Thüringen. Danach werden zur Ermittlung des erforderlichen Finanzbedarfs die mittleren Aufwendungen der Kommunen zugrunde gelegt, höhere Aufwendungen gekappt, eine Beteiligung an in wirtschaftlich guten Zeiten mit wachsenden Steuereinnahmen erfolgt dabei nicht. Die kommunalen Sparerfolge, Steuermehreinnahmen oder Entlastungseffekte des Bundes werden zeitnah vom Land abgeschöpft, so wie es in Sachsen-Anhalt passiert. Und die Kommunen verbleiben dauerhaft dann in Mindestausstattung. Das machen wir hier anders. In Nordrhein-Westfalen werden die Kommunen über das Verbundquotenmodell an wachsenden Steuereinnahmen beteiligt. Und da können wir den Vergleich, müssen wir mit anderen Bundesländern wahrhaftig nicht scheuen. Das Gemeindefinanzierungsgesetz ist kommunalfreundlich und fair. Es ist kommunalfreundlich deshalb, weil die Mittel so hoch sind wie noch nie. Und es ist fair, weil die Verteilung nach Kriterien erfolgt, die objektiv und nachvollziehbar sind, meine Damen und Herren. Ich danke für die Aufmerksamkeit und wünsche allseits noch einen schönen Abend.